Heute wollen wir mal wieder österreichisches Deutsch mit deutschem Deutsch vergleichen und haben dafür heute wieder zwei bezaubernde Gäste eingeladen, nämlich Matthias und Nathalie. Hallo, servus, Hallo! grüßt euch. Matthias, dich kennen wir schon aus einigen Videos von Easy German. Nathalie, du bist Matthias' Schwester und heute auch mit dabei. Willkommen! Ganz genau, danke, ich freue mich. Ihr beiden werdet heute mit uns ein kleines Quiz machen. Wir haben ja schon mal vor einiger Zeit ein sehr populäres Video gemacht. Dort hast du mir 10 österreichische Wörter vorgestellt, die es im österreichischen Deutsch gibt und die man in Deutschland so nicht kennt. Und du hast geguckt, ob ich die verstehen würde. Dieses Video war sehr populär, Matthias. Und wir wollen das einfach heute nochmal machen. Aber diesmal werden quasi Janusz und ich dabei sein. Von der deutschen Seite und ihr beiden werdet miteinander im österreichischen Dialekt sprechen. Als kurzer Disclaimer vorneweg, es gibt nicht ein österreichisches Deutsch. Es gibt verschiedene Dialekte in Österreich. Woher kommt ihr denn und was für ein Dialekt sprecht ihr beiden? Also wir sind aus Salzburg, aber an der Grenze zu Oberösterreich. Das definiert schon sehr unseren Dialekt eigentlich. Und wie du schon richtig sagst, es gibt in Österreich ganz viele Dialekte und Einflüsse von der Sprache. Es gibt tatsächlich ein Standardhochdeutsch, wo viele Wörter aufgeschlüsselt sind und die dann oft, also die sind eigentlich Austrazismen genannt. Das sind wirkliche Wörter, die für Deutsche zum Beispiel wirklich wie ein Dialekt klingen würden, die aber bei uns im Duden vertreten sind. Und es gibt natürlich auch viele Wörter, die wir einfach umgangssprachlich verwenden, also richtige Dialektwörter. Und heute haben wir so eine Mischung, glaube ich, daraus, also vorbereitet für euch. Dann lass uns doch einfach mal anfangen mit eurem ersten Wort. Und Janusz und ich, wir raten. Ja, super. ich freue mich schon drauf. Wir freuen uns auch. Total. Du fängst an, würde ich sagen, Nathalie, Voll für deine gern, Easy German Premiere. weil ich spreche jetzt zu dir, Matthias. Ja, passt ja. Ich mag voll gern die österreichischen Wörter. Die Wörter sind, die man braucht, weil sie eigentlich in der deutschen Sprache gar nicht vorkommen. Das heißt, es sind Wörter, wo man zwar erklären kann, was die heißen, aber die eigentlich kein direktes Synonym haben. Und ich möchte deswegen gern anfangen mit lätschert. 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 Lätschert, ja. Lätschert. Let Schert. Lätschert. Ich habe eine Assoziation, aber die ist unmöglich, weil die kommt aus dem Polnischen jetzt ganz Aber es komischerweise. ist Kann spannend. also nicht sein. Das würde sagen, relaxen, sich entspannen und kommt von dem Polnischen Voll leżać. spannend. Liegen. Wir haben bei ganz vielen Wörtern eigentlich ganz viel Verwandtschaft mit Osteuropa. Mit Polen bin ich mir da gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall mit unseren ungarischen Nachbarn und so weiter haben wir ganz viel gleiche Wörter. Aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Lätscher. Lätschert. Was ist denn das überhaupt? Ist das Locker. ein Verb oder ein Adjektiv? Haha, es ist Sag ein doch mal einen Adjektiv. Satz. Sag doch mal einen Satz damit. Das mag ich nicht essen, das ist voll lätschert. Es ist einfach. Eklig? Nein, einfach. Mir so gechillt. Das mag ich nie essen, das ist voll lätschert. Lätschert, Ja, du was soll kannst denn schon essen sagen, sein? warum liegst denn du so Lecker, lätschert auf der lätschert. Couch immer dumm? Also der Janusz Lecker. hat da schon Ich habe den recht. ganzen Satz nicht verstanden. Also so wie ich vorhin schon erklärt habe, ist lätschert ein Wort, das man zwar erklären kann, aber was eigentlich kein Synonym dafür gibt. Und es ist eher so, wenn was, wenn Essen schlaff, zäh, Fad. lätschert wäre. Ja, genau. Also man kann es nur Ah. beschreiben, es ist schon ein eigenes Wort. Und das ähnlich wie es fürs Essen ist, würde man das auch sagen, wenn jemand faul und zäh und so weiter auf der Couch herumliegt, vielleicht nur mit alten Klamotten, dann kann man dann vielleicht auch sagen, warum liegst denn du so lätschert auf der Couch herum? Aber diese Verwandtschaft mit dem polnischen Wort ist eindeutig gegeben, weil es schon in die richtige Richtung geht. Ja, ne? Voll cool, Okay. gratuliere. Okay, bleiben wir kurz beim Essen. Also etwas, was ich total gern mag, ist eine Frittatensuppen und dazu braucht man trockene Palatschinken. Palatschinken ist. Scheiße, das wusste ich Das gar kommt aus dem nicht. Genre Serbischen oder so. Ist das nicht Ja. Pfannkuchen? Ja. Aha. Warte mal. Kannst du Und den Satz nochmal sagen, Matthias? sagen wir mal, für eine Frittatensuppen braucht man trockene Palatschinken.
Ist das eine Suppe mit Pfannkuchen? Nein, mit Fritten, mit Pommes frites. Also es geht wieder in die richtige Richtung, aber ihr seid noch nicht ganz dort. Die Kari war schon recht gut dran. Die Kari war schon gut dran, genau. Pfannkuchen würden wir niemals sagen. Aber es ist ganz spannend, dass selbst in Österreich, in die Bundesländer, sie über das Wort wir uns nicht einig sind. Ich meine, Palatschinken ist sehr gebräuchlich, aber Pfannkuchen, Eierkuchen, in manche Teile sogar Omelette für die Süßspeise wird dazu verwendet. Aber sehr gebräuchlich ist das Wort Palatschinken und es kommt da wieder aus dem osteuropäischen Palatschinka, also da haben wir die Nähe natürlich wieder mit Österreich. Und die Frittatensuppe sind tatsächlich dasselbe Teig wie Palatschinken oder wie Pfannkuchen, nur tut man nur ein bisschen Kräuter rein und lässt sie dann austrocknen und schneidet sie in Streifen und das ist eine ganz beliebte österreichische Suppeneinlage und das nennt sie Frittaten. Und in Gebieten, die sehr beliebt bei deutschen Touristen sind, ist es tatsächlich so, dass hin und wieder Pfannkuchensuppe auf der Speisekarte steht, wo man sich dann als Österreicher nur sehr darüber wundern kann. Genau. Aber es ist doch eine Pfannkuchensuppe. Ich meine, es ist Frittaten. Aber kommt der Pfannkuchen da rein? Ja, genau. Das ist ja das ist lecker. Das sind geschnittene Pfannkuchenstreifen in der Suppe. Genau, ganz genau. Es kann auch Eierkuchensuppe und so weiter, wie bei meiner Recherche geschaut habe, gibt es den Namen da wirklich. Herzlich lätschert an, genau. Stimmt, die werden da recht lätschert, wenn man so die Suppen reintut. Genau. Wenn sie recht lang drin liegen, sind sie ja lätschert. Genau. Ja. Was hast du denn für Wort, Matthias? Mein nächstes Wort für euch wäre Bummel. Oh. Bummel. Das ist Bummeln. Bummel. Nee, das ist ein Nomen, oder? Genau. Wir brauchen den Satz. Oder? Ja, wir brauchen den Satz. Anna hat immer das Bummel. Pech. Aber Bummel. Oder sie will bummeln und einkaufen. Ich hätte gedacht, bummeln. Oder Angst. Bummeln ist so ziellos rumlaufen. Aber es könnte auch sein, dass man so langsam ist. Du bummelst so rum, sagt man. Aber vielleicht ist das nicht verwandt mit bummeln. Es ist mehr so, ich habe Bange, ich habe Angst. Bummer. Aber er hat doch gesagt, einer hat immer das Bummer. Das ist bestimmt sowas wie Pech. Ja, voll oder great. Glück. Voll stark. Oder Glück. Genau, also Anna hat immer das Bummerl, ist so unser Aussag für, ja okay, irgendjemand muss immer verlieren, irgendjemand muss immer der sein, der Pech hat. Pech hat, dann habe ich das erraten. Super. Hey, das hat ich aber. Ich glaube, es war die Kari. Anna hat immer das Bummerl. Okay. Das war jetzt zu einfach fast schon. Da werden wir gleich wieder weitermachen. Ja. Schwieriger. Ja, schwieriger. War gar nicht einfach, aber... Schwieriger, bitte. Schwieriger. Mhm. Ich habe noch ein Wort aus meinem Lieblingsrepertoire. Für die Worte, die kein direktes Synonym haben. und zwar... Gschleddert. Gschleddert? Gschleddert. Geschleddert. So wie geschlittert? Schill oder Kühl? Schleddert, geschleddert. Mit die Schleddert. Ja, schleddert, warte, schleddert. Schleddert. Satz. Bitte, wir brauchen einen Satz damit. Herrst, warum schledderst du immer so? Also, wie heißt das auf Deutsch, wenn man ständig zu spät ist und. Ja, könnt ihr euch das Wort mal gegenseitig erklären in eurem Dialekt? Oh, das ist gut. Ja, Nathalie, erklär's mir das mal. Weil ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja, wenn du eine Suppe isst und die während dem Suppenessen nicht auf der Schüssel konzentrierst, sondern mehr auf den Fernseher, dann kannst du schon mal passieren, dass du schlederst. Genau. Was? Mhm. Ja, das ist, genau. Wenn man... Ach, schlabbern. Schlabbern tut, ja. Also wenn man beim Essen nicht ganz sauber ist. So. Aber dann geht es, warum bist du so geschleddert? Oder warum hast du da so geschleddert? Ah. Warum hast du geschleddert? Warum hast du da so geschleddert? Ja. Genau. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, das Wort brauchen wir. Ich schleddere immer beim Suppenessen. Und die esse ich mittlerweile dreimal am Tage. Und vor allem Quark. Ist er, immer, er isst Quark und dann hat er immer den Quark so im Bad. Ja, aber das, Quark im Bad. Aber das ist nicht ganz schleddern. Ja. Weil es ist nein, so schwierig, nein, weil es ist nicht anpatzen nicht. Und es ist nicht ausschütten, aber es ist so ein bisschen... Zwischendrin. Zwischendrin, genau. Kann ich das als Beleidigung bringen in Österreich, dass ich dann so random zu Leuten sage, ich schleddere nicht so.
Also wäre so, wenn dir jemand eine Tasse Kaffee einschüttet und es geht ein bisschen was daneben, aber nicht so viel, dass man sagen kann, es ist ausgeschüttet, dann hat es halt ausgeschleddert. Ah, genau. Wir machen ein Experiment. Nein, Janosch! Janosch, schledder nicht um und um da. Okay. Ich habe ein richtig cooles Wort euch mitgebracht. Also, das ist besonders schwierig, weil es zwei komplett unterschiedliche Bedeutungen hat. Und das Wort heißt botchen. Oder patchen. Was? Patchen. Botchen. Botchen. Patchen. Patchen. Also das Wort ist eigentlich patchen und ich würde dazu sagen botchen. Botchen. Ah, botchen, botchen. Ich botch dem Janosch mal eine. Ja, ich botch dir eine. Bei uns in Norddeutschland würde ich patchen sagen, du patschst mit deinen Händen irgendwo drauf. Zum Beispiel patsch da nicht so auf der Linse rum. Ah, spannend. Mhm. Also ich gebe euch zwei Sätze. Der eine Satz ist, Mami ist voll kalt, ich ziehe mir meine Botschen an. Und der andere Satz ist, oje, ich glaube, ich habe einen Botschen, fahr mir auf dem Pannenstreifen. Was? Fahr mir auf dem Pannenstreifen? Ja. Pannenstreifen. Ah, ein Platten? Und Schuhe. Ja. Plattschuhe sind dicke Schuhe im Winter, botchen. Ah. Und ein Platten, botchen. Super, also mit den Sätzen war es schon einfacher, voll gut. Also patchen, jetzt sage ich mal meine Patschen her. Hausschuhe, genau, Patschen sind Hausschuhe. Und, ja süß, und die zweite Bedeutung ist tatsächlich ein Reifenplatzer oder ein Botchen halt. Ein Platten. Ein Platten. Und ich kann gleich bei dem Wort anschließen, weil ich habe ein Wort, das ist super ähnlich anhört, aber was anderes bedeutet. Das ist? Botschat. Ah. Botschat. Botschat, dann platt machen, oder? Ist das ein neues Wort? Das ist ja ein anderes Wort, ja. Botschat. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ist das ein Adjektiv? Es ist ein Adjektiv. Botschat. Du bist ja Botschat. Mhm, genau. Ist das so etwas wie Hipster in Wien? Botschat? Nein. Sag mal einen Satz, Nathalie. Ja, Matthias, sei nicht ein bisschen Botschat. Ich bin überhaupt nicht Botschat. Stimmt, du bist gar nicht Botschat. Botschat. Vielleicht ist das Botschat ist irgendwas mit so spießig. Spießig und... Sag nochmal einen nicht Satz. Nicht modern. Na, jetzt bist du da wieder drüber geflogen. Du bist da wie so botschert. Verpeilt. Verpeilt, ja. Mhm. Aber finde ich gut, Janosch, dass du, also Nathalie sagt was zu Matthias, du verstehst nichts und deine Annahme ist, dass sie sagt, Matthias ist spießig. Ja, als Beispiel. Also Beispiele sind nicht persönlich gemeint. Richtig, genau. Wir sind aber vor allem, Wissenschaftler. Ich bin, glaube ich, die spießigere von uns zwei. Bissi. Aber Matthias ist ja nicht spießig, sondern Botschat. Unter uns bin ich der spießigere. Was? Janosch, ich glaube, du bist auf jeden Fall der Botschattere. Ich glaube auch. Verpeilte. Botschattere. Also so jemand, der Dinge vergisst und nicht so geplant. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gerade das deutsche Wort dafür nicht. Ich glaube, aber das Englische kann ich sagen. Ja, clumsy. Was ist das Englische? Genau. Ja, es ist... Tollpatschig. Tollpatschig, ja, danke, genau. Super. Schau, das passt nicht zu Botschaft. Janosch ist tollpatschig? Vielleicht verstehen wir was anderes. Das hat er vorhin gerade erzählt, oder? Wenn ich mich ständig mit der Suppe bekleckere und im Bad rumlaufe... Dann hallo. So ein bisschen tollpatschig. Genau, tollpatschig, ich wäre auf das Wort auch nicht gekommen, weil das verwenden wir einfach gar nicht. No. Ich habe wieder ein wunderschönes Wort, das wieder aus der Küche oder vom Essen stammt. Und das ist, hat aber auch wieder mehrere Bedeutungen und es ist Bovidel. Ja, gut, dass du schon gesagt hast, aus welcher Kategorie das kommt. Denn ja, das ist ein bisschen dieser schwierige ist, drum, wenn du mir da auch ein bisschen Hilfe. Oder Bo. Aber es gibt da eine zweite Bedeutung. Es gibt eine zweite Bedeutung, ja. Povidel mit P. Povidel. Und kannst du mal einen Satz damit sagen? Also, am liebsten mag ich einen Kaiserschmarrn mit Povidel oder ja, das ist mal richtig Povidel. Ich habe das. Das kommt auch aus dem Slawischen, im Polnischen Povidwo. Heißt ein Jam. Marmelade. Auf Deutsch heißt das Marmelade. Marmelade. Und vielleicht... Ja, das ist voll spannend. Das ist total spannend.
Es ist, kommt sehr nah dran. Es ist tatsächlich eine Marmelade, aber nur aus Pflaumen. Es muss eine Pflaumen- oder eine Zwetschgenmarmelade sein. Ich schwöre! Auch im polnischen Powidło ist, glaube ich, nur aus Zwetschgen. Okay. Ja. Ja, cool. Ja. Das ist so toll, weil das wisst ihr nicht mehr, aber 127 Jahre. Ihr jungen Hüpfer, ihr wisst das nicht. Ein Drittel von Polen war österreichisch. Ah, ja, klar. Klar? Ja, stimmt, wir feiern das nicht so, aber... Na, aber tatsächlich, wir merken das ganz oft mit Kommentaren von unseren ungarischen Nachbarn, dass ganz viele Wörter aus dem Ungarischen und, wie du sagst, aus dem Polnischen schon österreichische Wurzeln haben oder umgekehrt. Das ist total spannend. Und umgekehrt. Ja. Ja. Zum Beispiel, mein ganzes Leben dachte ich, dass Papa polnisch ist. Das war polnisch. Ah, das ist meine wienerisch, Sprache. Genau. Papa. Total wienerisch. Ja. Also Papa, es ist gar nicht Papa, im Österreichisch Papa. Total, aber in Wien vor allem Dingen ist Papa total gebräuchlich. Ja. Ich und in ganz Österreich für Kinder. Und für, stimmt, und für Kinder, total. Wenn man sich von Kindern verabschiedet, schön. Sagt man Papa. Papa. Ich habe immer die Briefe an Manuel geschrieben. Papa, Papa. Ah, total nett. Ah, super. Ja, super. Okay. Ja, gratuliere, ihr habt eh ganz schön viel erraten. Ziemlich gut. Ich glaube, die Kari führt. Ja, Kari führt. Was für ein Wunder, hallo? Ja, danke, Janusz. Ich habe in den slawischen Wörtern geführt. Du hast absolut. Ja, total. Durch die polnische, also ich glaube, du hast eigentlich... Ja, das ist eine sehr schöne Verwandtschaft. Das finde ich auch total cool. Das einmal zu erspüren, ja, sehr schön. Na super. Geil. Danke, dass ihr dabei wart. Und danke, dass ihr auch zugesehen habt. Wenn ihr Fragen habt zum österreichischen Deutsch, schreibt uns doch mal einen Kommentar. Matthias und Nathalie werden vielleicht auch antworten darauf. Wir verlinken auch mal deinen Instagram, Matthias, da kann man dir folgen. Da meins auch. Du ab und an. Deins auch natürlich, Nathalie. Viele Follower werden kommen und euch mit Fragen zu den österreichischen Wörtern bombardieren. Yeah. Oder euch vielleicht fesche Komplimente machen, wer weiß. Ah, da freuen wir uns natürlich. Super. Geil. Dankeschön an euch beiden. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.